Dir ist eine Chance zuteil geworden. Eine einzige Chance. Nur für dich. Du musst die Qualen, die auf dich zukommen, nicht ertragen. Du kannst all dem Elend entkommen. Alles, was du tun musst, ist auf meine Stimme zu hören. Wie zuvor beginnt es auch hier. Ein schwaches Summen dringt aus dem Himmel, das dich in der Kehle reizt. Das Echo steigt zu einem donnernden, schallenden Blasen eines von 7 himmlischen Trompeten. Jedes Mal, wenn dieser schreckliche Ton erklingt, läutet er den Beginn von 3 weiteren Jahren des Leidens ein, wobei jedes Jahr schrecklicher als das nächste sein wird. 4-mal hat die Trompete ihr Lied erklingen lassen. Bevor das Echo der 5. verklingt, wirst du deine Chance zur Flucht erhalten. Sobald dieses vertraute Kribbeln wieder auftaucht, wird ein Gebilde am Himmel erscheinen. Während es sich nähert, nimmt die Intensität des tiefen Tons zu. Du weißt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der ohrenbetäubende Schall erneut zu hören sein wird. Doch dieses Mal wird es anders sein. Die letzten 4 Trompetenstöße brachten Katastrophen mit sich, wie man sie in diesem Ausmaß noch nie gesehen hat. Und doch habt ihr verstanden, was sie waren. Ja, sie waren furchterregend. Aber es lag alles im Bereich eures Verständnisses. Du weißt, was die Erde zum Rollen und zum Beben bringt. Du weißt, warum glühende Berge vom Himmel fallen. Das Wissen hat euch vom erreichten Glauben an das Übernatürliche befreit. Dieser Unsinn verleitet euch nicht mehr zu der Annahme, dass der Unmut eines Gottes den Orkan heraufbeschwört, oder ein Fluch den Wirbelsturm heraufbeschwört, oder ein Bannspruch die Seuche über euch bringt. Es handelt sich um etwas völlig anderes, was euch von oben herab naht. Es ist eine Abscheulichkeit. Es ist Wermut. Die Hebräer nannten ihn Abaddon, den Verbannten, und die Griechen kannten ihn als Apollyon, den Zerstörer. Das Leben, wie du es kanntest, liegt nun hinter dir, denn er hält die Schlüssel zum Schlund des Abgrundes, der seine Armee gefangen hält, noch bevor die Worte "Es werde Licht" gesprochen wurden. Erinnerst du dich an das erste Mal, als wir miteinander sprachen, Kleines? Nachdem die 2. Posaune ertönte, wurde dir eine Vision der Teiche von Nakuna Nacheda gegeben. Falls du diesen Ort, diese heiligen Gewässer finden könntest, begib dich unverzüglich dorthin. 3 Becken liegen am Ende einer T-förmigen Felsenformation. Wenn der Mond am Horizont hervortritt, lässt sein karmesinrotes Licht das Wasser wie Blut erscheinen. Je höher er in den Himmel steigt, umso länger fallen die Schatten. Vor dir erscheint auf dem Felsen das Abbild und die Erscheinung eines Mannes, der sich auf die Felsen niederlässt. Stell dich in die Mitte der 3 Becken. Sei vorsichtig, denn du stehst vor dem Abbild des Sakraments, das auf seinem Symbol liegt. Jedes Becken hat einen Namen. Die durchbohrte linke Hand, die durchbohrte rechte Hand und der durchbohrte Fuß. Mach dich bereit, den Segen für den durchbohrten Unterleib zu empfangen. Dazu musst du mit der himmlischen Speerspitze gesalbt werden, die dich durchbohren wird. Äußerlich gibt es keine Wunden. Aber das Blut sickert nun in die leeren Stellen in deinem Inneren. Dein Körper ist nun zum 4. Opferbecken geworden. Sobald du vor Schmerzen zusammenbrichst,
musst du dich in eines der Wasserbecken fallen lassen. Wenn du auf die trockene Erde fällst, hast du deine einzige Chance verpasst, das Portal zu betreten, und du wirst die Salbung verlieren. Zur Strafe werden deine Wunden geheilt, aber du wirst für den Rest deiner Tage so gezeichnet sein, wie auch kein. Gejagt von Engeln und Dämonen zugleich. Gelingt dies, erwachst du in einem dunklen, kerzenbeleuchteten Steingebäude, das von Kirchenbänken gesäumt ist und an einem großen Altar endet. Du stehst auf dem Platz der Anbetung, an dem sich die Wege kreuzen. Hinter dir befinden sich drei Spiegel, die ähnlich ausgerichtet sind wie die Wasserbecken, vor denen du vor kurzem gestanden hast. Schüttel die Kälte von deinem nassen Körper ab und beeil dich, kleiner Mensch. Die Zeit vergeht hier anders und wir müssen uns beeilen. Schau zum Altar. Kannst du ihn sehen? Dort, im Schatten, kniet in der Ferne eine Gestalt. Nähere dich ihr langsam und behutsam. Das Wesen ist groß und vermummt. Es sollte tief im Gebet versunken sein und sonderbare Beschwörungsformeln flüstern. Ist dies nicht der Fall, solltest du dich ihm auf keinen Fall nähern. Tritt nur heran, wenn es im Gebet ist. Unterbrich es nicht, denn jede Abweichung wird als schweres Vergehen gewertet und hat einen schmerzhaften Tod für dich zur Folge. Hocke dich vor ihn hin und neige dein Haupt. Nimm keinen Augenkontakt auf und warte. Sei geduldig und mache keinen Fehler. Es weiß, dass du da bist. Wenn es dich geprüft und für würdig befunden hat, wird es deine Anwesenheit anerkennen. Wenn es jedoch beschließt, dass du nicht würdig bist, nun, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Es wird dich fragen: Warum bist du zu mir gekommen? Antworte ihm schnell: Ich suche den Übergang über die Brücke. Es wird sich Zeit lassen, bevor es antwortet. Dir fehlt das Wissen, um eine solche Tat zu vollbringen. Sei tapfer, Kleines. Sind diese Worte einmal über seine Lippen gekommen, gibt es kein Zurück mehr. Die Kreatur erhebt sich über dich. Ich strebe nach dem Wissen über das Verborgene. Ich möchte wissen, was ist das Ebenbild Gottes? Es wird langsam seinen Kopf heben. Mach die Augen zu, schließe sie fest. Dann hörst du seinen Körper knarren, als würden die Äste eines Baumes brechen. Es beugt sich nah heran und saugt deinen Geruch aus der Luft auf. Über dir schweben seine Hände und umkreisen dich. Die Finger gleiten durch die Luft, folgen Formen und den Kurven deines Körpers, kommen immer näher, berühren dich aber nie richtig. Ein tiefes, bebendes Ausatmen entweicht dem Mund der Kreatur und sie berührt deine Haut. Mit einer Hand streicht es dein Gesicht, während sich die andere langsam erhebt, um deinen Kopf im Nacken zu umschließen. Seine knochigen Finger umschließen deinen gesamten Kopf von hinten. Selbst wenn du die Augen geschlossen hast und seinen Mund nicht sehen kannst, du wirst erkennen, dass er mit dem, was er hält, zufrieden ist. Du spürst das Lächeln. Es packt dich an den Handgelenken
und hebt dich vom Boden hoch. Die Stärke seines Griffs ist sowohl sinnlich als auch gewaltvoll. Du baumelst hilflos über dem Boden, während es dich näher an sein Gesicht bringt, das sich in den Schatten unter seiner dunklen und abgenutzten Kapuze verbirgt. Sein Atem überzieht dein Gesicht mit einem ätzenden Staub, der in deinem Gesicht sticht. Speicheltröpfchen fallen aus seinem Maul und schlagen auf dem Boden auf, während eine schorfige Zunge unter der Kapuze hervorkommt. Sie gleitet und tastet die gesamte Oberfläche deines Gesichtes ab, bis sie sich besonders für die Augenpartie interessiert. Hier will es eindringen. Die kalte, klobige Zunge beginnt durch die Augenlider hindurch die Spitzen der Augäpfel zu drücken und zu stoßen, zu quetschen und zu betasten. Du fühlst die Scham und die Erniedrigung aufgrund der Peinigung sehr intensiv. Durch die geschlossenen Augen baut sich Druck in deinem Kopf auf, während er die zerbrechlichen Organe, die sich hinter den dünnen Lidern verbergen, kontinuierlich schändet. Der Schorf fühlt sich an wie hunderte von kleinen Fingern. Seine Fingernägel finden schnell die Stelle, an der deine Augenlider zusammentreffen und beginnen heftig zu kratzen, um sie aufzureißen. Schließe deine Augen fester. Diese kleinen Finger verstärken den Versuch, sich mit roher und obszöner Verzweiflung in deine Augen zu graben. Eine der schorfartigen Wucherungen platzt auf und überzieht dein Gesicht mit einer heißen, klebrigen, teerartigen Flüssigkeit, die ein wenig brennt. Die faulige Nachgeburt des Abszesses ergießt sich über dich, während die Zunge weiterhin unerbittlich auf die Oberfläche deiner geschlossenen Augen pocht. Plötzlich zieht sich die Zunge zurück und es herrscht Stille. Du hältst deine Augen geschlossen und wartest. Irgendwann fängst du an, ein schwaches Geräusch wahrzunehmen, das von dem Wesen ausgeht. Es ist eine Mischung aus Stöhnen und einem Summen. Es ist nicht wirklich eine Stimme, die singt, denn der Ton enthält keine Melodie. Aber wie bei einem melodischen Singspiel fließen die Stimmen und variieren in der Tonlage. Wenn du genau hinhörst, wirst du Worte heraushören können. Es begab sich, nachdem die Söhne Adams sich in jenen Tagen vermehrt hatten. Die Engel, die Kinder des Himmels, sahen sie an. Und einige wurden in das Bild verliebt, aus dem er geschaffen worden war. Sie verschworen sich untereinander und sagten: Kommt, lasst uns aus der menschlichen Brut eine Auswahl treffen. Und so wurden wir von unstillbaren Hunger und Durst angelockt, ein Gefühl, das wir nicht kannten. Da schworen wir alle zusammen und verpflichteten uns durch wechselseitige Verwünschung, unsere heiligen Posten zu verlassen. Wir stiegen auf Ardis, den Gipfel des Berges Amon, hinab und verschlangen alles, was die Arbeit der Menschen hervorgebracht hatte. Zu unserer Freude rief das Menschenfleisch nach uns und umarmte unsere neue Gestalt. Wir liebten uns und lernten sie zu lieben. Nie zuvor hat ein Lebewesen solche Freuden der Haut, Freuden des Sehens, Freuden der Zunge und Freuden des Geistes erfahren. Dem Menschen wurde die wundersame Erhabenheit des Grotesken gezeigt und die abscheuliche Verkommenheit der Reinheit offenbart. Während unserer gemeinsamen Zeit lehrten wir sie Zauberei und Magie. Wir vermittelten ihnen Wissen über das Schmieden von Metall und das Heilen mit Kräutern. Wir unterrichteten sie in der Architektur und Mathematik
Wir offenbarten ihnen eine große Macht, dass sie das Atom aus dem Inneren des Felsens des Berges, aus dem Wasser des Meeres beherrschen konnten. Wir befreiten ihren Geist und befreiten sie aus der Versklavung durch den Vater. Im Gegenzug verehrten sie uns und ihre Liebe zu uns wurde stärker. Sie sonnten sich in unserer Anbetung, aber es war keine wahre Liebe, die wir ihnen schenkten. Es war eine Irreführung. Unsere Handlungen und Taten hatten schreckliche Konsequenzen. Wir verärgerten den Schöpfer und entweihten seine Werke. Wütend tauchte der Vater seine Hand in das Gewebe der Wirklichkeit und veränderte die zarten Fäden des Schicksals und der Möglichkeiten. Mit seiner göttlichen Einflussnahme korrigierte er das Muster und setzte eine neue Zukunft in vorbestimmten Planengang. Wir waren verurteilt worden. Wir hatten uns selbst und die Menschheit zu einer Ewigkeit des Leidens und des Schmerzes verdammt. Unsere Körper wurden bis zum Ende der Zeit in einem See aus Feuer und Schwefel versenkt und verbrannt. Aber es war noch nicht alles verloren, denn wir hatten das verbotene Geheimnis entdeckt. Die Menschen, sie waren unsere wahre Rettung. Wir bereiteten sie vor und formten sie nach unserem Bild. Und als sie bereit waren, zeugten wir Nephilim. Es wird sich näher heranwagen und dir ganz leise ins Ohr flüstern. Ich werde dir deine Bitte erfüllen, denn es ist der Samen der heiligsten aller Lügen. Genau die Lüge, die die Erbsünde hervorgebracht hat. Aus diesem Samen wird eine große Ernte hervorgehen. Eine Saat, die die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen selbst ist. Es ist dieses verbotene Wissen, das dem Schöpfer an die Gesetze seiner Schöpfung bindet. Ein Weg, um die Augen des Allsehenden zu täuschen und den Verstand des Allwissenden zu trüben. Doch sei gewarnt, denn wenn ich dir diese Weisheit schenke, wird sie dich für immer an meinen Willen binden. Siehe, die Antwort, die du suchst, ist: Du bist nicht von diesem Bild. Dann stoppte es. Du bist allein in der Dunkelheit. Langsam öffnest du die Augen. Ich weiß, du hast Angst, Kleines, aber es ist jetzt sicher. Steh auf, der große Altar hat sich aufgespalten und einen Eingang freigelegt, durch den du weitergehen kannst. Die Schmerzen in deiner Seite müssen inzwischen schlimmer geworden sein. Ich kann sehen, dass sich eine apfelgroße Wölbung in deiner Seite gebildet hat. Du hast nicht mehr viel Zeit. Betritt den Altar und geh weiter. Du betrittst eine große Öffnung mit einer dunklen Schlucht, die dich von einem Gebäude trennt, in dem eine Treppe zu etwas hinaufführt, das ein Tempel zu sein scheint. Aus der Schlucht wachsen dicke, schwarze Dornen, die sich leicht bewegen, obwohl es windstill ist. Ihre Spitzen glänzen mit einer Substanz, die nur Gift sein kann. Geh nicht zu nah heran. In der Mitte der Schlucht gibt es einen einzigen Weg, der aus dem Dickicht der Nadeln und Dornen emporragt und der dir einen sicheren Weg bietet, auf dem du gehen kannst. Der Weg endet am anderen Ende der Schlucht, am Fuße der Tempeltreppe. Oben auf der Treppe stehen vier Throne, auf denen die vier lebenden Kreaturen regieren. Sie haben Augen, vorne und hinten, und blicken mit einem entnervenden, schelmischen Blick auf dich herab. Das erste Lebewesen hat die Gestalt eines Löwen
das zweite gleicht einem Ochsen, und das dritte hat das Gesicht des Menschen, und das vierte ist einem großen Adler nachempfunden. Jedes der vier Lebewesen verfügt über sechs Flügel, die rundherum mit Augen bedeckt sind, und sogar unter den Flügeln. Zu Füßen jedes Lebewesens kniet ein Körper, der ununterbrochen vor ihnen singt. Ihre Gesichter weisen in den Himmel, während ihre Arme durch die in ihr Fleisch eingebetteten Stachelfesseln nach außen gezogen und gestreckt werden. Die Fesseln strecken und verrenken ihre Gliedmaßen, um den Akt der ewigen Anbetung nachzuahmen. Ihr Fleisch ist weiß gebleicht und von Kopf bis Fuß stark vernarbt. Es trägt einen blutroten Kittel von der Taille bis zu den Füßen und hält schmutzige, gebogene Klingen in seinen Händen. Auf ihren Rücken ist eine Rune eingebrannt, die an ein Kreuz mit hakenförmigen Enden erinnert. Du kannst dich glücklich schätzen, dass sie mit dem Rücken zu dir stehen und du ihre verstümmelten Gesichter nicht sehen kannst. Sie sind die Biesch. Beweg dich behutsam an ihnen vorbei. Die Biesch waren vier Männer, große Könige und Anführer der Welt. Sie herrschten über riesige Länder, in denen das Blut unschuldiger Männer, Frauen und Kinder floss, die das Unglück hatten, in ihrem Reich geboren zu werden. Die vier Könige glichen erwachsenen Kindern, verwöhnt und nackt. Sie kämpften gegeneinander und bissen und nagten an den Zitzen ihrer großen Mütter, der Erde. Ihr Gesicht war zerschlagen und zerkratzt, als sie sich so bösartig an ihr labten. Sie kannten nur ihre schwarze Milch, die tief aus ihrem Schoß floss, und sie verschlangen sie. Ihre Gier und Dekadenz, ihre bloße Existenz beleidigte alle, die in eurer Welt hineinschauen konnten. Ihr böses Dasein wurde an den Tag beendet, an dem sie entrückt und wie Statuen an die Mauern dieser großen Tempel gebunden wurden. Jetzt müssen sie die vier lebenden Geschöpfe so verehren, wie es sie zu Lebzeiten anderen befohlen haben. Sie leiden jetzt, wie ihre Königreiche gelitten haben. Für jeden Sohn und jede Tochter, die in einem von ihnen geschaffenen Krieg den Tod fanden, ist ihre Haut mit Blasen und Rissen übersät. Und ihre Augen sind mit dem Gift aus den Schwänzen von 1000 Skorpionen gestochen. Doch sei gewarnt, wenn sie aus ihrer Trance erwachen und ihre Gliedmaßen wieder gebrauchen können, kann man sicher sein, dass das nicht angenehm sein wird. Gemeinsam halten die vier Kreaturen einen Schlüssel in die Höhe, an dessen Ende sich jeweils ein einzigartiges Emblem befindet, und sie sprechen im Einklang. Wähle, wähle jetzt, wähle einmal, wähle schnell. Das erste Wesen, das wie ein Löwe aussieht, bietet dir seinen Schlüssel an und sagt, gehorchen. Der Ochse wird dir seinen Schlüssel anbieten und sagen, Leviathan. Die dritte Kreatur mit dem Gesicht eines Menschen bietet ihren Schlüssel an und sagt, Schlüsselloch. Die Kreatur mit dem Gesicht eines Adlers bietet dir den letzten Schlüssel an und sagt, Blätterrascheln. Als dir der letzte Schlüssel überreicht wird, vernimmst du hinter dir ein brüchiges Knistern, wie Herbstlaub, das durch die Bewegung der toten Haut entsteht, gefolgt von dem lauten Klirren von Ketten, die zu Boden fallen. Entscheide dich, triff sie schnell. Die Biesch beginnen sich zu rühren. Sobald sie dich sehen, werden sie dich fangen und töten. Triff deine Wahl. Du wirst wissen, welchen du wählen musst. Das verspreche ich dir. Nimm den Schlüssel und lauf.
Lauf schnell! Lauf schneller! Sie kommen. Ihr Heulen ist ein hochfrequentes Gurgeln und Zischen. Die Schreie werden immer lauter, während sie die Entfernung zwischen dir und ihnen verringern. Die Schnitte ihrer Klingen kommen näher und näher. Das Blut, das aus deinem Mund und deiner Nase fließt, kann dich nicht aufhalten. Lauf schneller! Lauf schneller! Bleib nicht stehen, bis du die Gebetskirche erreicht hast. Gehe geradewegs auf das dunkle Glas zu, das du beim ersten Erwachen in der Kirche gesehen hast, und werde nicht langsamer. Renne kopfüber hinein, stürze dich in den Spiegel, sieh nicht zurück, dreh dich nicht um. Was immer du tust, sieh nicht zurück. Du wirst in Kürze erwachen. Die Wasserbecken sind jetzt ausgetrocknete Erde, rissig und unfruchtbar. Der Mond steht am höchsten Punkt des Himmels und hüllt das Land in seinen roten Schein. In der Ferne, in der Wiese, solltest du einen durchdringenden Lichtschimmer sehen. Er ist nur vorübergehend. Wenn der Mond seinen roten Farbton verliert, wird auch das Signalfeuer in der Dunkelheit schwächer werden. Es tut mir so leid, dass du so viel Schmerz empfindest, meine liebste Kreation. Es schmerzt mich, noch mehr von dir zu verlangen. Dein Körper hat nur noch so wenig zu geben. Er ist so schwach und zerbrechlich. Aber ich muss dich um eine letzte Sache bitten. Eine letzte Bitte, die ich an dich richten muss. Du musst den Lichtstrahl in der Ferne erreichen, ehe das letzte Licht des roten Mondes auf ihn herabscheint, oder du wirst in der Falle sitzen. Ich bin für dich da. Schieb all den Schmerz und die Verzweiflung beiseite. Höre auf meine Stimme und benutze alles, was du noch hast, um zu diesem Licht zu gelangen. Jetzt! Abaddon ist hier, schon von Weitem. Haut dich seine Ankunft aus den Latschen. Steh auf, Kleines. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Abaddon ist nah und er denkt an nichts anderes als an dich. Du siehst den hellen Lichtstrahl in dem Himmel schießen. Die Quelle dieses mächtigen Leuchtfeuers kommt von einem Torbogen, der auf einer leeren Wiese steht. Innerhalb des Torbogens befindet sich eine massive und majestätische Tür, die ins Leere führt. Mit dem Schlüssel in der Hand musst du diese Tür öffnen, bevor der rote Mond nicht mehr auf sie herabscheint und jede Hoffnung auf Rettung für immer verloren ist. Vergiss das keuchende Geräusch, das du beim Atmen machst. Zieh die Tür auf. Dein Blut aus dem Mund verteilt sich überall und macht es dir schwer, den Türgriff zu fassen zu bekommen. Fester ziehen! Du musst sie nur so weit öffnen, dass du dich hindurchzwängen kannst. Das Licht ist fast verschwunden. Zieh! Zieh weiter! Du hast es geschafft. Tritt hinein und mach die Tür zu, so schnell du kannst, und schließ sie ab. Das Licht ist weg. Es ist vollbracht. Wenn du dein Ohr an die Tür legst, hörst du vielleicht etwas, das wie ein Summen oder Flattern klingt. Ein Geräusch, das nur vom Flügelschlag einer Million Flügel stammen kann. Auf der anderen Seite der großen Tür wird es kratzen und klopfen, danach nur noch Geschrei. Hinter dir liegt ein dunkler Tunnel mit Licht am Ende. Gehe in das Licht. Und hole dir deine Belohnung, Kleines. Ich trat in das helle Licht. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Helligkeit, aber ich spürte bereits eine warme Brise auf meinem Gesicht und vernahm das Plätschern eines nahen Baches.
Langsam rückte alles in den Fokus. Ein wunderschönes Tal erstreckte sich vor mir. Es bestand aus grünen Hügeln, die mit allen erdenklichen Farben gesprenkelt waren und in denen die schönsten Blumen sprießen. Als ich auf die Lichtung zuging, sah ich einen kristallklaren Teich. Ich tauchte meine Handflächen in das Wasser und trank. Es beruhigte meine spröden Lippen und meine ausgedörrte Kehle. Es war erstaunlich süß und es war ein seltsames Gefühl, als ich das Wasser schluckte. Es war wie ein winziger elektrischer Schlag, aber ohne Schmerz, nur mit Befriedigung. Dann nahm ich den Duft von etwas Neuem und Berauschendem wahr. Auf der anderen Seite des Teiches stand eine Ansammlung von Bäumen. Ich wusste sofort, dass es unter ihnen einen gab, von denen dieser unablässige Geruch ausging. Ich wusste, dass es keinen anderen wie ihn gab. Sein Laub, seine Blüte und seine Rinde würden nie verwelken, und seine roten Früchte würden so schön und köstlich sein. Als ich mich den Rand des Blätterwerks näherte, sah ich sie. Einen Mann und eine Frau. Ich erstarrte. Das Paar ging Hand in Hand. Ich glaube, sie sind nackt. Ich trat dichter heran, wobei ich darauf achtete, hinter dem Busch versteckt zu bleiben. Ich weiß nicht, warum ich mich versteckt habe. Warum sollte ich mich vor ein paar nackten Menschen fürchten? Ja, sie waren definitiv nackt. Ich sah mich um und stellte fest, dass mein Baum in der Mitte des Hains stand, in dem sich dieses Paradies befand. Aber neben meinem Baum stand ein weiterer Stamm. Er war genauso majestätisch und beeindruckend. Aber er hatte etwas Bedrohliches an sich, etwas Mächtiges. Ich betrachtete diese beiden einzigartigen und besonderen Bäume, die hier in diesem Garten wuchsen, genau. Jetzt wurde mir klar, was dieser Ort war und wo ich mich befand. Erschrocken spürte ich, wie etwas in meiner Tasche vibrierte. Es war der Schlüssel, den ich gewählt hatte. Während ich den großen Schlüssel herausnahm und meine Handflächen öffnete, bemerkte ich die Markierungen auf seinem Emblem genauer. Als mir das geflügelte Wesen den Schlüssel anbot, dachte ich nur, er sei mit dem Unendlichkeitssymbol versehen. Beim näheren Hinsehen erkannte ich, dass es eine Schlange war, die ihren eigenen Schwanz in Form des Unendlichkeitssymbols verschlang. Mein Verstand hatte sich geöffnet. Es war jetzt alles so klar. Ich erkannte meine Aufgabe. Ich wusste, warum ich auserwählt war. Ich wusste, warum ich erschaffen wurde. Es war immer Gottes Wille, seine Schöpfungen zu zerstören. Einmal vernichtet, konnte er seine Verheißungen erfüllen, seine Feinde zu binden und sie in den Feuersee zu werfen, wo sie bis in alle Ewigkeit leiden würden. Die Trompeten waren ein Vorbote seines geplanten Endes. Die mit dem Brandzeichen des Feindes behafteten Menschen hatten ihre Unsterblichkeit damit verbracht, einen Weg zu finden, dieses Ende zu verhindern. Aber wie überlistet man ein allwissendes und allgegenwärtiges Wesen? Man bedient sich den Gesetzen der Existenz gegen ihn. Mit der Erschaffung des Universums mussten nämlich Gesetze geschaffen werden. Er hatte keine andere Wahl, als sich diesen zu unterwerfen, damit das Universum existieren konnte. Die Gefallenen erkannten, dass die einzige Möglichkeit, den Untergang zu verhindern, darin bestand, die vorherbestimmte, unvermeidliche Kette von Ereignissen, die zum Armageddon führte, zu unterbrechen. Sie haben wohl herausgefunden, wie man zwei Punkte der Existenz miteinander verbindet und eine Brücke schafft, die ich betreten kann. Sie bewirkt, dass alles zum Stillstand kommt und an den Anfang zurückgesetzt wird, anstatt den vorherbestimmten Weg fortzusetzen. Es endet nie.
Es kommt nie zum jüngsten Tag. Das Dasein war eine Schleife. Wir sind dazu bestimmt, sie immer wieder zu wiederholen, um der Verdammnis zu entgehen. Es war die Unendlichkeit, wie die Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt. Die Schlange wurde für Lucifer gehalten, Gottes Kontrahent. Doch Lucifer war weder ein Objekt noch ein Wesen mit Gedanken oder Bewusstsein. Er war die Unendlichkeit der Zeit. Das Einzige, was den göttlichen Willen verleugnen konnte. Er war das Einzige, das uns vor dem Zorn eines Gottes beschützte. Ich spürte sofort seine vertraute Präsenz. Ich drehte mich nicht um. Aber selbst wenn ich es täte, wüsste ich, dass es mir nichts tun würde. Er stand eine Weile hinter mir und bewunderte in aller Ruhe sein Werk. Behutsam legte er mir einen großen, kalten Gegenstand in die Hand, bevor der gefallene Engel die Worte sprach, die meine letzten Anweisungen sein würden. Er blickte auf den Schlüssel hinunter, hypnotisiert von der Form der Schlange. Er war so alt und abgenutzt. Das Juwel, das das Auge der Schlange bildete, funkelte im Kontrast zu dem leuchtenden roten Fruchtstück in meiner Hand. Jetzt verstand ich. Ich hatte noch eine Sache zu erledigen. Ich fragte mich, wie oft ich das schon getan hatte. Wie oft habe ich die Brücke überquert und an dieser Stelle gestanden? Wie oft? Der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. Aber ich bin nicht von diesem Bilde. Ich bin die Schlange. Ich bin Nephilim. Der Hauch eines schwachen Flüsterns, inzwischen schwitzend und warm, drang an mein Ohr. Nur 4 einfache Worte. Mach sie satt, Kleines.